Ciao Leute, Ciao von Andrea Ung. Ich habe gerade im Forum von Unger Academy eine Frage beantwortet. Und die Frage kommt oft. Und die Frage ist, ist es besser mit einem Fix-Stop-Stop-Loss zu arbeiten oder ein Prozent-Stop? Und also normalerweise würde man sagen, dass Prozent-Stop ist besser. Weil mit einem Prozentstopp arbeiten wir gerade in der Situation vom Moment. Zum Beispiel Euro, US-Dollar. Es gab eine Zeit, wo das knapp über 1 war und auch eine Zeit, wo es 1,5 war. So klar, es gab ein großes Unterschied und man denkt, dass in dem Fall ein Stop-Loss mit kalkuliert in Prozent von dem Wert von Euro, US-Dollar bessere Ergebnisse gab. Aber meine Untersuchungen, meine Tests zeigen, dass ein Fixstop immer noch bessere Ergebnisse bringt. Also kein Prozentstop, sondern ein Fixstop. In meinem Fall auch bis 100 Pips auf Euro-US-Dollar, auf meine Strategien, aber 60, 70, das ist egal. Aber das bringt bessere Ergebnisse statt ein Stop-Loss, das sich in Prozent von dem Wert kalkuliert. Gleich auch auf Mini-S&P zum Beispiel. Mini-S&P Future arbeitet sehr gut mit einem Stop-Loss von 14 Punkten, das sind 700 Dollar. Obwohl es gab seit 10 Jahren Momente, wo Mini-S&P knapp über 1000 war und jetzt ist es fast 3000. Trotzdem, diese 700 Dollar zeigen im Moment immer noch bessere Ergebnisse statt 1%-Stop. Warum? Es gibt natürlich keine bestimmte Antwort. Meine Antwort ist, dass vielleicht die Händler in der ganzen Welt, die großen Händler, einfacher mit Fixstops arbeiten statt mit Prozentstops. Das bedeutet nicht, dass die Leute blöd sind und sie keine Prozentwerte kalkulieren können, das ist klar. Aber wie sie gewohnt sind, mit diesen Fixwerten zu arbeiten, das geht dann auch direkt auf die Märkte, auf die Bewegungen und so weiter. Anderes Beispiel, auf Euro-US-Dollar, manchmal wartet man bis am Tag, den Abstand zwischen Tief und Hoch des Tages ein Mindestwert zeigt, zum Beispiel 40 Pips. Nur wenn es schon mindestens 40 Pips vom Tief bis Hoch des Tages sich bewegt hat, dann macht es Sinn, die Orders einzugeben, Breakout-Orders oder so. Wenn es knapper ist, dann man kann sagen, dass der Tag noch nichts gezeigt hat. Also macht keinen Sinn anzufangen. Es ist besser zu warten. Auch diese 40 Pips habe ich getestet und ich habe gedacht natürlich, dass auch in diesem Fall ein Prozentwert von dem Last Close oder von gestern oder so besser war. Oder aus der Logik besser. Und ich habe es getestet und habe gefunden, dass diese 40 Pips immer noch besser funktionieren als Prozentteile von dem Wert. Also, Frage ist, Prozentstopp oder Fixstopp? Meine Antwort, die Antwort nach meinen Untersuchungen, nach meinen Tests mit Zahlen, sagte, dass Fixstopp am Moment immer noch besser ist als Prozentstopp. Das war's. Wenn das Ihnen gefallen hat, dann können Sie zum Kanal unterschreiben und in jedem Fall treffen wir uns noch so bald wie möglich hier bei Unger Andrea in YouTube. Ciao von Andrea Unger, bis nächstes Mal.